Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Online-Kinderstunde. Wir möchten diese Kinderstunde wie gewohnt mit Gebet beginnen und du das mitbeten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns Menschen liebst. Danke, dass wir auch heute die Möglichkeit haben, eine Kinderstunde zu haben. Danke, dass du die Kinder liebst und dass wir auch heute eine Geschichte hören dürfen. Öffne du doch bitte die Kinderherzen, damit sie etwas daraus mitnehmen können. Ich möchte dich einladen, komm du in unsere Mitte und segne uns. Amen. Wir möchten zu Beginn das Lied singen, die Kinderstunde fängt jetzt an. Und falls du das Lied noch nicht kennst, wird der Text unten eingeblendet, so dass du mitsingen kannst. Die Kinderstunde fängt jetzt an. Fängt jetzt an, die Kinderstunde fängt jetzt an. Wir freuen uns darauf. Hier hören wir auf Gottes Wort, auf Gottes Wort, auf Gottes Wort. Hier hören wir auf Gottes Wort, denn Gott hat uns so lieb. Ich möchte heute mit euch einen Bibelvers lernen. Dieser steht in Matthäus 4, Vers 19. Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Der Vers ist ganz kurz, den können wir uns bestimmt gut merken, deswegen wiederholen wir den jetzt noch einmal. Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir singen jetzt als nächstes gemeinsam das Lied Halleluja. Halleluja, 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 preiset den Herrn. Halleluja, 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 preiset den Herrn. Preiset den Herrn, Halleluja. Preiset den Herrn, Halleluja. Preiset den Herrn, Halleluja. Preiset den Herrn. Jesus war in der Stadt Kapernaum, die direkt am See Genezareth lag. Er hatte heute eine ganz wichtige Aufgabe zu erledigen. Er wollte nämlich seine ersten Jünger berufen. Aber wie hat er das gemacht? Und wer waren diese Männer? Waren sie besonders schlau? Oder waren sie sehr reich? Nein, Jesus kommt es auf das Herz an. Und heute möchte ich euch die Geschichte erzählen, wie Jesus vier seiner Jünger berufen hat. Petrus und Andreas, sie waren Brüder, und Jakobus und Johannes, sie waren auch Brüder. Außerdem kannten sie sich gegenseitig. Sie hatten nämlich den gleichen Beruf. Alle vier waren Fischer. Das sind Simon Petrus und Andreas. Sie sind Brüder. Von klein auf haben sie Fischen gelernt. Mit dem Boot fahren sie auf den See Genezareth, um Fische zu fangen. Diese verkaufen sie dann auf dem Markt. Von dem Geld können sie für die Familie Sachen kaufen, die sie zum Leben braucht. Und das sind Jakobus und Johannes. Auch sie sind Fischer. Diese Männer arbeiten jeden Tag hart. Aber sie lieben ihren Beruf. Schon als Kinder haben sie am Ufer des Sees gespielt. Sie kennen den See sehr gut. Und die Fische, ach, sie wissen ganz genau, welche gut schmecken. Auch in der Stadt Kapernaum reden viele Menschen von Jesus. Er soll der Messias sein, auf den das Volk schon so lange wartet. Kann es sein? Ist er es wirklich? Wie kann man denn erkennen, dass er der Retter ist? Als Andreas Jesus hört und sieht, musste er Simon einfach zu Jesus bringen. Diese Begebenheit ist sehr interessant. Jesus sagt nämlich zu Simon: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Kephas heißen. Das ist sehr eigenartig. Woher kennt Jesus ihn? Und warum gibt er ihm einen neuen Namen?
Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und das bedeutet Fels. Seltsam, doch irgendwie gefällt Simon sein neuer Name. Er liebt das Wasser, dieses schaukelt hin und her. Ein Fels ist jedoch fest und beständig. Einige Tage später sind Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes und andere Fischer am Ufer mit ihren Booten. Die Männer waschen oder flicken ihre Netze. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, damit ihnen beim nächsten Fang die Fische nicht durchrutschen. Heute schweigen die Männer und machen lange Gesichter. Das war kein guter Fischfang. Sie haben die ganze Nacht hart gearbeitet und trotzdem keinen einzigen Fisch gefangen. Gut, dass das nicht so oft vorkommt. Heute würde die Familie ohne Geld bleiben. Auf einmal hören sie Stimmen. Eine große Menschenmenge kommt auf sie zu. Mittendrin ist Jesus. Überall, wo er ist, kommen Menschen, um ihn zu hören. Jesus geht auf Petrus zu. Petrus, kannst du das Boot etwas vom Ufer abstoßen? Dann kann ich vom Boot aus zu den Menschen sprechen. Das macht Petrus gerne. Heute hat er ja Zeit. Er muss nicht zum Markt fahren. Jesus setzt sich im Boot hin und lehrt die Menschen vom Boot aus. Ja, Jesus predigt anders als die Gelehrten. Seine Worte sind einfach, so dass jeder es verstehen kann. Jesus spricht von Gott und dass man Gutes tun soll und das Böse lassen. Als er aufhört und die Menschen im Segen auseinanderlässt, sagt er plötzlich zu Petrus: Fahr in tieferes Wasser und lasst dort eure Netze runter. Petrus ist ganz verwirrt. Hat er richtig gehört? Jetzt, am helllichten Tag, soll er noch einmal rausfahren? Er schaut Jesus an. Meister, sagt er, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Kinder, wer von den beiden, von Jesus und Petrus, war denn der Fischer? Jesus war Zimmermann vom Beruf her und er kannte sich sehr gut mit Holz aus. Aber Petrus war Fischer und er hatte schon von klein auf gelernt, als er noch ein kleiner Junge war, hat sein Papa ihn bestimmt mitgenommen und hat ihm alles gezeigt. Er hat ihm gesagt, man muss auf die Strömung achten und auf den Wind. Er hat ihm gezeigt, wo man die besten Fische fängt. Und wie man das Netz auswirft. Ja, Petrus war ein ausgezeichneter Fischer. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, passt einmal bitte gut auf. Jesus kommt es nicht darauf an, wie gut wir etwas wissen oder können. Jesus kommt es auf unser Herz an und ob wir bereit sind, auf Jesus zu hören. Und Petrus war eigentlich sehr müde. Er hat hier die ganze Nacht gearbeitet. Aber er schaute Jesus in die Augen und er wusste, Jesus meint es ernst. Er hatte ja die ganze Zeit auf dem Boot gestanden, als Jesus gepredigt hat. Und Jesu Worte gingen ihm tief ins Herz. Jesu Worte waren nämlich lebendig. Und deswegen sagte er, ich mache das. Und jetzt passt einmal auf, was passiert ist. Kurz entschlossen sagt Petrus, weil du es sagst, will ich es tun. Petrus und Andreas fahren mit dem Boot los. Sie haben ein komisches Gefühl. Als erfahrene Fischer wissen sie, dass man in der Nacht die Fische fängt. Aber etwas in Jesu Stimme und in seinem Blick ist rätselhaft. In der richtigen Tiefe werfen sie das Netz aus. Gespannt warten sie. Plötzlich gibt es einen starken Ruck. Das Boot gibt gefährlich zur Seite. Ein Loch? Das kann doch nicht sein. Vorhin war das Boot noch in Ordnung. Doch dann sehen sie den Grund. Es ist eine sehr große Menge Fische im Netz. So viele, dass das Netz anfing zu reißen. Unmöglich können sie alles allein an das Ufer befördern. Jakobus und Johannes, kommt schnell! Wir brauchen eure Hilfe! Die beiden beeilen sich sehr. Sie merken schon von Weitem, dass etwas Außergewöhnliches passiert sein musste.
Schnell packen sie an. Die Boote sind so voll, dass beide fast sinken. Petrus und die anderen Fischer haben so etwas noch nie erlebt. Sie haben gedacht, dass sie gute Fischer sind. Doch jetzt kommt Jesus und erklärt ihnen, wie sie fischen sollen. Da versteht Petrus auf einmal, wer Jesus wirklich ist. Er ist nicht nur ein guter Lehrer, nein, er ist der Messias. Wenn Jesus redet, dann hören nicht nur die Menschen zu, sondern die Natur selbst hört auf Jesus. Jesus kann sogar den Fischen befehlen, in sein Netz zu schwimmen. Nur Gott hat Macht über die Natur. Auch Andreas, Jakobus und Johannes staunen. Das ist ein großes Wunder. Petrus fällt vor Jesus auf seine Knie und spricht: Herr, gehe von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Doch Jesus antwortet liebevoll: Fürchte dich nicht, Petrus, denn von nun an sollst du ein Menschenfischer werden. Die vier Männer bringen ihre Boote ans Land. Sie verlassen alles, um Jesus nachzufolgen. Sie möchten so gerne seine Jünger sein und mehr von Jesus lernen. Kinder, diese Männer, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, verließen alles, um Jesus nachzufolgen und um seine Jünger zu werden. Aber was meinte es eigentlich, dass sie Menschenfischer sein sollten? Fängt man Menschen mit einem Netz wie die Fische? Nein, Jesus meinte etwas ganz anderes und er meinte es ernst. Obwohl die Jünger das noch nicht ganz verstanden, wussten sie, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Sie sollten den anderen Menschen erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat, damit auch sie glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass Jesus auch ihr Leben verändern kann. Und wisst ihr, Kinder, die Jünger haben es nie bereut, dass sie Jesus nachgefolgt sind und dass sie Jesu Jünger wurden. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch ihr Jesu nachfolgt. Ist es nicht schön zu wissen, dass Jesus dich braucht? Auch du kannst Jesus helfen, indem du anderen Menschen von Gott erzählst und dafür betest, dass sie Jesus kennenlernen. Jesus möchte dich zum Menschenfischer machen. Wir möchten zum Abschluss noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für die schöne Geschichte, die wir heute aus deinem Wort hören durften. Danke, dass wir eine Bibel haben dürfen, um von dir zu lernen. Jesus, danke, dass du uns lieb hast und dass du unser Freund sein möchtest. Danke, dass du immer da bist, wenn wir dich brauchen. Zeig doch bitte den Kindern, dass sie immer zu dir kommen dürfen und auf dich vertrauen können. Danke, dass es uns so gut geht und an nichts mangelt. Sei du bitte mit uns. Amen. Zum Abschluss singen wir das Lied »Sei ein lebendiger Fisch«. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Auf und wag es!
Sieg ist erlungen. Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub es auch, in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom.